Hallo bei euromil.com. Ich möchte mit euch heute einen Topfenschmarrn mit Heidelbeeren vorbereiten. Und dafür brauchen wir Topfen, Eier, Zucker, Mehl, Milch, Heidelbeeren und dann Butter zum Ausbacken. Ich habe die Eier getrennt in Butter und Eiklar und habe jetzt den Topfen, die Milch und die Eidotter in eine Schüssel gegeben. Und werde das alles glatt rühren. Und da werden wir jetzt auch gleich unser Mehl dazugeben. Das Eiklar habe ich jetzt zu einem schönen cremigen Schnee geschlagen. Und das vermische ich jetzt mit meiner Mehlmasse. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon Butter zerlassen in einer Pfanne. Da drinnen werden wir jetzt unseren Schmarrnteig langsam backen. Ich habe jetzt meinen Schmarrn gewendet und jetzt wird er noch zerrissen. Und dann kann man ihn schon vorbereiten zum Servieren. Unser Heidelbeerschmarrn ist fertig. Ich habe ihn auf einem heißen Teller angerichtet, schön mit Staubzucker bezuckert. Das genaue Rezept und die Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert und nachkocht und wenn es euch gefällt, wenn ihr es teilt und wenn ihr es liked.